Gib mir meine Spaghetti wieder. Oh. Das ist die Einführung vom Video. Es hat sich mal mehr zu scheiße entwickelt. Zu einer Einführung. So, hallo und herzlich willkommen. Neues Video, heute mal wieder ein MRE und heute haben wir ein schwedisches MRE. Ein richtig fettes Teil. Das Special Purpose Arctic Ration, also das mit erhöhten Kalorien für den erhöhten Kalorienverbrauch. Die Packung hat 4900 Kalorien. Wenn es kalt ist, ist halt erhöhter Kalorienverbrauch. Dann packen wir das jetzt mal auf. Das kann man sogar wieder verschließen, wie ich hier sehe. So, dann gucken wir mal rein, was da alles dabei ist. Oha, das ist richtig voll. Ich glaube, so ein großes hat man noch nie, gell? Ja, schon vieles sieht es aus. Also gebt natürlich gerne einen Daumen hoch, wenn ihr mehr sehen wollt. Wir haben noch einige geordert und rumliegen. Und ja. Chocolate Bar. Steht wenigstens auf Englisch drauf, weil es wie gesagt aus Schweden. Jodröt. Nötgrün. Nötcreme. So eine Nusscreme oder was? Peanut. Ah, Erdnuss. Erdnusscreme ist das. Nötcreme. Was haben wir hier? Fruchtstars dran. Ich hoffe, man kann es lesen. Fruchtstrang mit Ananas. Beste. Oh Gott, das ist bestimmt total lecker. Ja. Total intensiv. Wir haben hier ein Protein Bar. Minz Schokolade Flavor with Crisps. Das macht mit Crisps. Also so ein Proteinriegel eben. A la Backsteinformat. Oha. Eine Cereal Bar, Karamell, auch schon etwas verformt. Cereal ist es so ein. Ist dann so ein. Cerealien, oder? Ja, so ein Müsli-Riegel, hier steht es doch, ja. Okay, was ist das? Koks, Coco, Cocoa Flavor, Flavored. Und warum steht es auf einmal auf Deutsch? Ja, hängt halt von dem wahrscheinlich ab. Hier ist ein Kakao-Getränk. Und was macht man das? Da ist sogar Milch mit dabei, Sugar. Mit heißem Wasser muss man das wahrscheinlich auch machen. Aber das können wir jetzt erstmal beiseite legen. Ah, es gibt richtig Proteinbar Toffee Flavor. Weißt du, was noch aber macht das nicht? Backstein. Haben hier Isotonic Drink Powder with Exotic Flavor. Exotic hört sich gut an, oder? Ja, warten wir mal, was noch kommt. Was ist das? Nut Walker Peanut Honey. Was ist das so eingepackt? Die sind eingeschweißt, die sind richtig eingeschweißt. Boah, gib mal. Bockelhart. Das kannst du mal aufmachen als kleines Snack für unterwegs. Ja, es ist ja für unterwegs, aber für jetzt eben. Was haben wir hier? Schokoladekacke. Schokoladenkuchen. Chateau aus Schokolade. Wie sind sie? Sie sehen total vorzüglich aus. Okay. Relativ fad. Mild. Fad würde ich jetzt nicht sagen. Wenn du halt die Nüsse schmeckst. Das ist halt nicht jetzt wie Nicknacks oder sowas. Ja gut, klar, davon geht es so aus. Nüsse haben gute Fette. Hier haben wir einen Schokoladenkuchen.
Können wir uns als Nachtisch gönnen. Nur eine Nuss und ist total am Ende. Wir machen weiter. Oh Gott. Was? Was falsch aufgemacht? Was heißt falsch? Das ist halt anderes. Naja, aber vielleicht ist es besser. Roasted and salted. Okay. Ja, okay. Standard. Schau das mal das Rüben. Es ist unglaublich viel drin. Da ist ein Schokoladenkuchen. Ja, ich will es auch weich. Biskuit. Also das ist, denke ich mal, eine Ration definitiv für 2 Tage. Falsch. Ja, das kann sich alles einteilen. Ja, essen. Aber es ist für Arktik. Wenn es richtig kalt ist, verbrennst du auch mehr Kalorien. Das heißt, du musst viel mehr essen als an einem normalen Tag. Ja, aber doch nicht 5000 Kalorien. Ja, doch, wenn es richtig kalt ist. Schweden ist vielleicht kälter als hier. Biskuit. Das ist Toastbrot. Und was kann man da so drauf machen? Das hat man vorher Erdnussbutter. Was haben wir hier? Kaffee. Protect Rainforest. Forests. Fairtrade Coffee ist hier drin. Soll mal aufmachen, ne? 3 Packungen, ja. Desinfektionstuch und 3 Kaugummis. Fairtrade Kaffee. Interessant. Okay, die guten alten Nestuka. 10 Stück. Also Taschentücher. Oder Servietten zu nehmen. Das ist ja krass. Okay, das kann man sich so essen. Ja gut, das ist ja, halt, da muss man irgendwas draufschmieren oder irgendwas dazu essen oder. So sehen die aus. Und so riechen sie auch. Shake and drink. Okay, hier steht auch. Das sieht aus wie Pressspan. Ja gut, das ist halt. Isotonic Drinking Powder with Orange Flavor. Ah, da kommt direkt nochmal eins. Apple Flavor. Okay, das ist das zum Lernen und bei dem anderen steht es nicht drauf. Also muss man 250 ml Wasser rein, zusammenfalten und dann kann man es so schütteln und dann kann man es direkt da draus trinken. Welches hätte ich gern? Orange Exotic Apfel. Also bitte? Musst 250 ml Wasser da rein tun und dann kannst du es so umknicken und ein bisschen schütteln und dann kann man es trinken. Oder, was machen wir oder du tust es ins Glas, das ist zu viel, dann können wir das nehmen, das kleine. Das ist aber viel weniger als 250. Und du musst da rein. Dann steht da ein bisschen Wasser da rein. So, weiter im Text. Wie ist jetzt das hier? Ja. Chocolate Recovery Pulver. Kakaogetränk. Wir hatten doch schon ein Kakaogetränk, oder? Milchprotein. Das gleiche System, Kakao. Alles abartig, was da drin ist alles. Was haben wir hier? Fruit Müsli. Frucht Müsli. Müsli or Früh. Milchpowder, also ist auch mit Wasser dann zu machen. Steht jetzt aber nichts drauf. Wie viel oder was? Was ist das Frucht Müsli? Ah, Instructions. Use at 110 ml Water. Closed zip, wait for 5 Minuten and eat. Also hier kann man 110 ml Wasser reintun, 10 Minuten stehen lassen und dann kann man das essen. Gefriergetrocknet, das geht dann auf. Kann man mit Sicherheit auch mit warmem Wasser machen, aber das ist eine gute Portion. Das ist gute Portion für so ein gutes Frühstück wahrscheinlich. Hier ist noch ein Desinfektionstuch. Oh Gott, hier ist ein Löffel. Der massivste Löffel auf jeden Fall bis jetzt. Ja, ja. Ah, guck mal. Also mit dem kannst du auch ein Loch graben. Farmhouse-Paté. Pork Meat. Pork Liver, also Leberpastete ist das. Ja, das kannst du mit denen da vielleicht essen. Ja. Leberpastete, hier ist Tüte, vermutlich für die Abfälle. Was haben wir hier? 1. Fruchtmüsli. 2. Guck, das sind. Ja, aber dann ist das entweder wirklich für 2 Tage, wahrscheinlich, ja.
Wird für 2 Tage sein. Das ist alles so oft drin. 2 Hauptspeisen, Müsli 2-mal. Ja, das ist eigentlich nur logisch, oder? Und du hast ungefähr 2.500 Kilokalorien pro Tag. So, jetzt sind wir bei den Hauptspeisen angelangt. Pasta Bolognese und Indian Chicken Stew. Ah ja, wir haben was vergessen. Last but not least, ein Bonbon. Das ist schon offen. Ist. Ja. Ich will rein. So. Was steht da in der Anleitung? Peel off the top and fold out the bottom. Add 4 Deziliter. Was sind Deziliter? 4 Deziliter sind 80 Milliliter. Ist zu wenig, oder? DL sind es überhaupt Deziliter. Also hier so unten aufbereiten. Muss mal aufmachen. Ach so. Ich hoffe, ich habe es richtig gemacht jetzt. Ja, das sieht schon gut aus so. Also so zum Hinstellen quasi. Ja, du musst auch oben aufmachen. Zuerst. Boah. Der kommt richtig, der kranke Duft gleich raus, so von Curry. So richtig krass. Ah, hier ist sogar eine Anzeige drin, wie viel Wasser, oder? Oder was ist das? Weiß es nicht. Also die Konstruktion ist übel gut. Ja, es ist wesentlich massiver und stabiler als die anderen Basma bisher, aus denen wir gegessen haben. Es ging aber mit allen gut. Hier habe ich die Befürchtung, dass es so in den Ecken drin hängen bleibt wahrscheinlich. Hast du gefriergetrocknet? Rühr um. Und da geben wir jetzt quasi kochendes Wasser dazu und dann probieren wir das mal, würde ich sagen. Also ist das ein halber Liter? Wie man dann wollte. Ich mach den zuerst, der wird länger dauern wahrscheinlich. Jetzt tun wir 400 Milliliter kochendes Wasser rein. Boah, ist richtig viel. Das ist 500. Krass. Nicht ganz 500, also. Boah, aber es riecht direkt übel lecker. Es riecht so lecker direkt. Boah, da krieg ich richtig Hunger. Aber es sieht mega viel aus. Also an Wasser jetzt. Aber gut, wenn das wird sich jetzt ein bisschen viel. Das wird sich jetzt voll ziehen und dann geht es auf. Die Nudeln gehen auf, also das war nochmal. Nicht gesehen. Nicht viel hatte ich auf jeden Fall. Gerade. Jetzt probieren wir mal die Leberpastete. Was hat es da noch? Gib mal den Schokokuchen. Ne, den müssen wir als Nachspeise essen. Ich probiere mal die gesalzenen Nüsse. Eher mein Fall als die gesüßten. Wurde jetzt wahrscheinlich nicht übertrieben süß war. Ja. Habe ich fast ein bisschen süß erwartet. Also ich bin viel größer und halt salzig. Nichts dran auszusetzen. Also ich sag mal so, die probier selber auch. Dieses Biscuit hier. Ich denke mal pur und kaum essbar, aber jetzt mit der Leberpastete zusammen passt es eigentlich, finde ich, ganz gut. Was riecht vorzüglich. Ein bisschen was drauf. Eigentlich schon deine.
ich halt. Die machen wir die gesalzenen Nüsse noch. Das ist echt gut, die Leberpastete. Aber auch noch. Also ich finde beide Nüsse gut. Ja, muss ich auch sagen. Was stand da drauf? Wie lange muss man warten? 5 Minuten, glaube ich. Also im Märchen, die Nudeln kriegen Konsistenz. Nein, ja gut, jeder hat schon mal eine 5-Minuten-Terrine gemacht, das ist nichts anderes. Soll ich ein bisschen Parmesan drüber machen? Gib mir meine Spaghetti wieder. Oh. Das ist immer mehr zu Scheiß entwickelt, oder was? Was? Schlotzige Dreck. Das ist die Einführung vom Video. Das hat sich immer mehr zu Scheiße entwickelt. Zu einer Einführung. Ja, was sagst du? Wird schon fertig sein jetzt, oder? Das Essbar muss auf jeden Fall sein. Ich weiß nicht, das ist die andere Frage. Guck mal, die Ecken sind gar nicht so, die sind gar nicht so gemacht. Hast du schon gesammelt, schon, gell? Das ist übel krank. Also das ist auf jeden Fall zum Essen. Straight die beste Verpackung bis jetzt. Ja. Ja, stimmt echt. Das ist echt brutal. Das durch das hat übel die Stabilisation. Aber es ist nicht so, es gibt gar keine Ecken. Ja. Das ist echt krass. Ja, das schaut hier an der Seite, sieht man, das ist komplett zugeschweißt. Ja. Das sieht so aus. Ist heiß, aber lecker. Ein bisschen Fleisch. Hühnchen war das, gell? Ja. Mhm. Da sind kleine Hühnchenstückchen mit drin. Das ist echt essbar. Ich sag deins. Es hat irgendwie ein bisschen einen strange Touch. Also es ist auch essbar, aber ich würde. Jetzt hat aber doch einen Löffel noch. Aber es kann jetzt bei weitem, also es ist ein Fertigessen, muss man schon klipp und klar sagen. Also es hat, weiß nicht, so einen komischen Beigeschmack drin. Der nicht so reinpasst irgendwie. Ich glaube, das schmecke ich nach dem nicht. Ja gut, aber das hat schon so einen richtig schönen Curry-Touch. Das schmeckt, finde ich, eher nach dem, was man erwartet. Das schmeckt nicht schlecht, aber es riecht besser, als es schmeckt. Ja. Also es schmeckt lecker. Aber wie du sagst, ja. Es riecht, wie man es erwartet. Aber es schmeckt, das hat irgendwie so einen komischen Beigeschmack, der da nicht so reinpasst irgendwie. Wobei man auch trotzdem immer wieder betonen muss, dass du sowas normalerweise draußen in der Wildnis ist und das ist sowas pure Luxus. Mhm. Dafür ist wieder
extrem gut. Ja, dafür machen wir jetzt hier bei angenehmen 22 Grad auf hohem Niveau. Also ich muss schon sagen, dass es für mich sehr lecker schmeckt. Das ist auch wirklich sehr lecker. Ich finde das aber auch sehr lecker. Aber wahrscheinlich ist es eher deins und das ist eher meins. Ich muss trotzdem nochmal tauschen. Ich bin nur noch ein Löffel. Das war noch nicht der kleinste. Also ich finde, muss sagen, ist echt gut. Erst mal nach dem, ich glaube, dann schmeckt es auch wieder besser. Das Zusammenhängen oder was? Nein. Okay, Fazit, extrem viel dabei, für 2 Tage eine Packung, die Sachen waren durchwegs sehr lecker, den Schokokuchen wollten wir kurz noch testen zum Nachtisch, der hat mich auch schon die ganze Zeit angelacht, das erstmal gleich noch, aber wir wollen jetzt nicht die ganze Zeit vor euch essen. Schokoladenkuchen. Ja, der Wahnsinn. Ich einfach mal in der Mitte durch. Zaun brechen. Ist ein sehr massiver Kuchen. Also er ist so feucht, fluffig. Bröckelig. Er ist sehr schwer. Aber schmeckt gut. Schmeckt wie ein Schokokuchen schmecken muss. Und ist natürlich sehr gehaltvoll. Ja, der wird richtig schön im Magen liegen. Aber wir haben ja noch die Nettcreme. Damit ihr das auch schmieren. Also roundabout, sehr leckeres Essen, alles war eigentlich durchweg sehr lecker, gut verpackt, übersichtlich, geschickt. Daumen hoch auf jeden Fall. Gebt ihr natürlich gerne einen Daumen hoch in die Kommentare, gebt einen Daumen hoch in die Kommentare. Schreibt in die Kommentare, welches ihr als nächstes sehen wollt oder welches euch generell mal interessieren würde. Checkt natürlich auch die anderen Videos ab, wo wir gemacht haben. Über die MAEs. Und dann sage ich vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao.